Ich liebe Videos, in denen Hunde nach langer Zeit ihre Besitzer wiedersehen. Wenn man die überbordende Freude dieses Hundes sieht, wird einem klar, es gibt sie, die Liebe zwischen Menschen und ihren Haustieren. Doch diese Liebe ist nur ein winziges Kapitel in der Geschichte der Domestikation, die auch voller Gewalt steckt. Für die Wissenschafts- und Umwelthistorikerin Valérie Chansigaud ist Domestikation vor allem Dominanz, weil sie letztlich Tiere zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse verändert. Seien sie alimentärer, kultureller oder affektiver Natur. Welche Folgen hat Domestikation für die Tiere? Haben manche Haustiere etwas davon? Oder brauchen wir Freiheit für Haustiere? Valérie Chansigaud erzählt die Geschichte der Domestikation tausender Tierarten. Nicht nur von Hunden und Katzen, sondern auch von Tieren, die für ihr Fleisch, ihre Kraft, ihr Fell oder für Labortests gezüchtet werden. Sie unterscheidet dabei zwischen Domestikation, Dressur und Zähmung. Bei der Domestikation werden über Generationen hinweg bestimmte Individuen ausgewählt und miteinander verpaart, um gewisse Charakteristika dieser Individuen zu erhalten. Domestikation beruht somit auf Vererbung, im Gegensatz zur Zähmung oder Dressur. Ein dressiertes Wildtier wird das, was es erlernt hat, nicht an seinen Nachwuchs weitergeben, wenn es stirbt. Anders bei der Domestikation. Man wirkt auf die Gene ein und das Individuum präsentiert Charaktereigenschaften, die auf der genetischen Auswahl beruhen, die die Züchter getroffen haben. Ein wichtiger Punkt. Domestikation beruht auf der Auswahl von Individuen, die sich zur Zucht eignen. Weniger zahme oder ängstliche Tiere werden aussortiert und die Fortpflanzung wird kontrolliert. Diese Praktik gab es schon vor Jahrtausenden, als der Mensch noch nichts von Genetik wusste. Sie wirkte sich auf die DNA der domestizierten Tiere aus und veränderte ihre Körpermerkmale zum Teil radikal. Und sie führte zum sogenannten Domestikationssyndrom. Das war, mal wieder, eine geniale Idee von Charles Darwin. Er beobachtete, dass Haustiere oft Gemeinsamkeiten haben. Ein kleineres Gehirn, Schlappohren, platte Schnauzen, weniger Körpermasse und viel häufigere Paarungszeiten im Jahr. Darwin führte diese Phänomene auf die Domestikation zurück. Genetik war ihm damals unbekannt. Er hatte keine Erklärung dafür, doch er beschrieb etwas, das später als Domestikationssyndrom bezeichnet wurde. Wie unterscheidet man eine domestizierte Art von einer wilden? Eine gute und schwierige Frage, selbst für Spezialisten. Natürlich gibt es einfache Beispiele. Wir wissen, dass der Hund domestiziert wurde. Auch die Seidenraupe ist ein perfektes Beispiel für Domestikation, denn sie hat sogar die Fähigkeit verloren, in der Natur zu überleben. Andere Individuen oder Populationen hingegen bewegen sich in einer Grauzone. Sie sind weder ganz wild noch perfekt domestiziert. Die Katze ist ein gutes Beispiel dafür. Auf den ersten Blick ist sie ein Haustier. Doch sie tut zwei Dinge, die bereits Darwin als Zeichen unvollständiger Domestikation einstufte. Sie ist, im Gegensatz zu Hunden und anderen Haustieren, in der Lage, sich selbst zu ernähren. Und sie zieht in einer Einfamilienhaussiedlung gerne mal ins Nachbarhaus und ist dann einfach weg. Katzen haben keine enge Bindung zu ihren Besitzern und sind ihnen nicht unbedingt treu. Die Geschichte der Domestikation begann vor rund 15.000 Jahren mit dem Hund. Alle heutigen Hunde, vom Chihuahua bis zur deutschen Dogge, haben denselben Urahn, den Wolf. Wir wissen auch, warum sie domestiziert wurden. Sie dienten als Jagdhelfer. Homo sapiens war dank des domestizierten Hundes auf der Jagd um ein Vielfaches leistungsfähiger und effizienter.
Manche Experten gehen davon aus, dass das Verschwinden der großen Wildtiere der Eiszeit auf diese gesteigerte Effizienz zurückzuführen ist. Vielleicht verschwand sogar der Neandertaler, weil er mit Sapiens und seinem Hund auf einmal einen Konkurrenten hatte, der die Beute viel effizienter erlegte als er, der auf der Jagd keinen tierischen Begleiter dabei hatte. In ihrem Buch erklärt Valérie Chansigaud den Nutzen der Hunde bei der Jagd. Hirsche, Bären und Wildschweine fliehen vor Menschen, doch gegen einen Hund verteidigen sie sich, was dem Menschen Zeit gibt, sich seiner Beute zu nähern. Sie betonen, dass auch der Wolf ein Interesse daran hatte, sich dem Menschen anzuschließen. Und sie sprechen von Kommensalismus. Können Sie das kurz erklären? Als Kommensalismus bezeichnet man die Tatsache, dass eine Art mit einer anderen in engem Kontakt lebt, weil sie daraus einen Nutzen zieht. Es gibt zum Beispiel sehr kleine Spinnenarten, die auf den Netzen größerer Spinnen leben und die winzigen Beutetiere fressen, die sich dort verfangen und die große Spinne, der das Netz gehört, nicht interessieren. Das ist Kommensalismus. Es bedeutet nicht, auf Kosten eines anderen zu leben wie ein Parasit. Trotzdem profitiert eine Spezies von der anderen. Die Forschung geht davon aus, dass Wölfe ein Interesse daran hatten, um die Lagerstätten unserer Vorfahren herumzuschleichen, weil dort Essensreste wie Knochen für sie abfielen oder sie auch mal etwas stehlen konnten. Es kam zu einer Annäherung, die dazu führte, dass die Menschen einige Wölfe einfingen und die zahmsten Individuen behielten. Das war der Beginn der Domestikation. Die Geschichte der Domestikation ist lang. Nach dem Wolf vor 15.000 Jahren folgten vor 12.000 Jahren die großen Pflanzenfresser, Ziegen, Kühe und Schafe, wegen ihrer Milch, ihres Fleisches und ihrer Kraft. Zwei Jahrtausende später war das Schwein an der Reihe. Domestikation veränderte die Gesellschaft, denn sie förderte die Entwicklung der Landwirtschaft. Vor 8000 Jahren wurden dann die ersten Vögel domestiziert, aus alimentären und kulturellen Gründen. Hühner und Tauben wurden als rituelle Opfer verwendet, Hähne für Kämpfe. Erst viel später begannen die Menschen, Tiere als reine Haustiere zu halten. Haustiere begleiten uns Menschen, ohne eine bestimmte Funktion zu haben. Sie sind nur dazu da, uns zu unterhalten und ein Sozialpartner zu sein, durch den wir uns wichtig und geliebt fühlen, was auf seine Art natürlich auch nützlich ist. Die Entwicklung zum Haustier ist von Art zu Art unterschiedlich. Beim Hund trat dieses Phänomen sehr früh auf. Es gibt Gemälde aus der Renaissance, auf denen Adlige mit ihren Toy Dogs, wie man im Englischen sagt, ihren Spielzeughunden, abgebildet sind. Kleine Hunde, die den aktuellen Rassen stark ähneln und die nur zum Vergnügen da sind. Bei der Katze trat dieses Phänomen viel später auf. Erst im 19. Jahrhundert begannen die Menschen in Katzen etwas anderes zu sehen als Mäusevernichtungsmaschinen und entwickelten nach und nach eine emotionale Bindung zu den Tieren. Ich höre aus Ihrer Antwort heraus, dass diese liebevolle und zärtliche Beziehung trotz allem utilitaristisch bleibt. Absolut. Sie dürfen nicht vergessen, wir haben diese emotionale Bindung zu bestimmten Tieren, weil wir sie so erschaffen haben. Wir haben sie dazu befähigt, uns den Eindruck zu geben, dass wir eine tolle emotionale Beziehung zu ihnen haben. Die künstliche Selektion bei der Zucht führt zum Beispiel dazu, dass Tiere kindliche Verhaltensweisen an den Tag legen, was uns eine sehr spezifische Beziehung mit ihnen ermöglicht. Mit einem Hund zu spielen bereitet uns zum Beispiel große Freude. Ich stelle nicht in Frage,
Frage, dass es diese starken Beziehungen gibt, dass sie echt sind und dass man dabei Liebe und Glück empfinden kann. Doch es gibt sie, weil wir die Tiere dafür gezüchtet haben. Deshalb ist es zu 100% utilitaristisch. Der Mensch domestiziert und züchtet schon lange. Die Rassezucht intensivierte sich im 18. Jahrhundert. Zuerst mit den Pferden der Oberschicht, dann mit den Hunden und Katzen der Mittelschicht. Und die Arbeiterklasse züchtete Tauben. Im 18. Jahrhundert kam eine Faszination für das Konzept der Rasse auf, die dann im 19. Jahrhundert erst richtig aufblühte. Sie betraf übrigens nicht nur die Tierwelt, sondern auch Pflanzen und Menschen. Mit dem Entstehen verschiedener Formen von Rassismus, auch in der Wissenschaft. Man wollte außergewöhnliche Individuen schaffen, indem man die Selektion auf die Spitze trieb. Man trieb die Domestikation noch weiter. Genau. Die aktuellen Rassen, seien es Hunde, Pferde oder Katzen, wurden allesamt vor weniger als 200 Jahren erschaffen. Diese Begeisterung für Rassen hatte oft negative Auswirkungen für die Tiere. Ein Beispiel dafür ist der Mops. Dieser kleine Hund mit der extrem platten Schnauze. Die Selektion von Individuen mit kurzer Schnauze hat beim Mops zu Atemproblemen geführt. Selbst Tiere, die nicht wegen ihres Fleisches oder Fells gezüchtet werden, sondern nur um Liebe und Gesellschaft zu geben, leiden unter den Folgen der Domestikation. Valérie Chansigaud weist noch auf einen weiteren Punkt hin. Der Hund gilt als bester Freund des Menschen. Doch die meisten Hunde sind Streuner. Mit Streunern meine ich nicht die paar streunenden Hunde in Westeuropa und Nordamerika, wo sehr streng geregelt ist, wie viele Hunde es gibt und wo sie sich aufhalten, sondern Tiere, die außerhalb eines Hauses geboren werden, aufwachsen, sich vermehren und sterben, die am Rand von Siedlungen wohnen, oft auf Müllhalden. Sie führen ein kurzes und prekäres Leben. Man sieht es auf den Fotos von diesen Hunden aus Südamerika oder Asien. Sie sind ausgezehrt, ihre Lebensbedingungen sind brutal. Erstaunlich ist, dass 3/4 oder 4/5 aller Hunde Streuner sind. Je crois que j'en peux plus d'avaler ces ordures. Exact, tu m'enlèves les mots de la bouche. Wir Menschen haben eine wilde Spezies domestiziert, sie von uns abhängig gemacht und an unser Leben angepasst. Dadurch hat sie bestimmte Eigenschaften der wilden Art verloren. Doch nicht alle Tiere kommen in den Genuss eines Heimes. Bei weitem nicht. Kann man sagen, dass sie wieder verwildert sind? Jagen können sie ja nicht. Sie jagen, aber nicht sehr gut. Untersuchungen in Afrika ergaben, dass die streunenden Hunde dort miserable Jäger sind. Sie schaffen es nicht, effizient im Rudel zu jagen, wie Wölfe es tun. Oft werden sie Opfer von Leoparden, Löwen oder Hyänen. Man darf nicht vergessen, bei einer domestizierten Art wurden die Gene verändert und deshalb kann sie sich nicht zu dem zurückentwickeln, was sie ursprünglich war. Es gibt kein Backup, mit dem man das Ganze rückgängig machen könnte. Die genetischen Veränderungen sind unumkehrbar. Jetzt haben wir ein katastrophales Bild gezeichnet von den Auswirkungen der Domestikation auf Wild- und Haustiere. Ist es vorstellbar, in Zukunft darauf zu verzichten? Das ist eine Frage, die man Historikern nie stellen darf. Denn sie wissen, die Zukunft ist völlig unabsehbar. Eins ist sicher: Es gibt keinen Augenblick unseres Lebens, in dem Tiere, meist Haustiere,
Tiere keine Rolle spielen. Wir sind völlig abhängig von Tieren, die wir meist gar nicht sehen. Sie sind überall in unserer Umwelt. Ich habe am Ende meines Buches eine Liste erstellt mit allen Tierarten, die sich der Mensch weltweit zunutze macht. Rinder, Schafe und Ziegen sind einfach zu zählen und aufzulisten. Bei den Fischen ist es schon schwieriger. Und je kleiner die Tiere werden, desto diffiziler wird es. Unsere gesamte Geschichte, alles, was unsere Identität und unser kulturelles Konstrukt ausmacht, ist eng mit der Fauna verwoben und abhängig von der Präsenz unzähliger Tiere. Ein erschütterndes Fazit. Domestikation beruht auf Dominanz, doch sie ist unverzichtbar und unumkehrbar geworden. Denn wir brauchen unsere Haustiere und sie brauchen uns, um zu überleben. In der Wildnis wären sie aufgeschmissen. Rita, du wirst retourner dans la nature. Tu es libre et moi je te rends ta liberté. Ein Haustier allerdings verkörpert eine gewisse Form von Freiheit. Die Taube, deren Schicksal dem streunender Hunde ähnelt. Der Wiener Philosoph Fahim Amir hat sich mit der Taube und ihrem Imagewandel in seinem Buch Schwein und Zeit beschäftigt. Lange wurde sie wegen ihres Fleisches oder ihres Kots geschätzt, der als Dünger diente. Doch dann fiel sie in Ungnade und gilt heute als fliegende Ratte. Das alles änderte sich mit der Entstehung der modernen Stadt und dem modernen Kapitalismus. Das hat einerseits damit zu tun, dass es chemische Düngemittel gab, die sehr viel effizienter sind, dass es Gifte gab, die Unkraut vernichten, diese ganze grüne Revolution. Es hat aber auch damit zu tun, dass zum Beispiel eine neue Spezies auf den Tellern der modernen Menschheit landete, nämlich das industrielle Huhn. Und gleichzeitig, wo es einen Boom gegeben hat in den modernen Städten des Westens, die Konsumgesellschaft, die Überflussgesellschaft, entstanden gleichzeitig ganz viele neue Lebensräume für die Taube, viele neue Möglichkeiten, sich zu ernähren und zu leben. Aber gleichzeitig hatte sie ihre alte Rolle des Nützlichen verloren. Und in dieser Hinsicht ist die Taube jetzt sozusagen ein Überbleibsel alter ökonomischer Funktionen. Sie ist sozusagen eine Arbeitslose. Sie taugt gar nicht mehr dazu, aufgegessen zu werden. Und sie düngt auch nicht mehr die Felder und sie frisst auch nicht mehr das Unkraut. Und jetzt lungert sie einfach in den Städten herum und schaut uns zu. Der Untertitel Ihres Buches lautet Tiere, Politik, Revolte. Worin besteht die Revolte der Tauben? In der modernen Stadt erscheint sie wie die Unruhestifterin par excellence für die geordnete Metropolis, weil sie sich nicht wie die Hunde an die Leine hat legen lassen, weil sie nicht wie die Katzen sich in die Wohnungen hat einsperren lassen, sondern weil sie sich den urbanen Raum nimmt, aneignet, salopp formuliert, sie isst, sie defekiert und sie kopuliert an den repräsentativsten Orten der Stadt, auch an kommerziellen Orten. Sie ist nicht wie die Rehe oder Dachse an den Grenzen, an den Nature-Culture-Borderlands der Städte, an der Peripherie zu treffen. Sie kommt nicht in der Nacht ins Dickicht der Städte, wie die Ratten oder die Kakerlaken, sondern sie eignet sich die Stadt an im hellen Tageslicht. Tauben sind also Unruhestifter im urbanen Raum. Und nicht nur dort. Sie bringen auch unsere Denkkategorien und unsere Typologie der Tierwelt durcheinander. Die Tauben rebellieren gegen die Typologien, nach denen wir Tiere einordnen. Da gibt es sehr oft die Idee, da gibt es die Glorie des wilden Tiers in der unberührten Natur. Das ist der Löwe in der Serengeti oder andere so Adler oder andere so charismatische Megafauna oft. Und auf der anderen Seite gibt es die Typologie des Nutztiers, des domestizierten Tiers, des in der industriellen Tierhaltung unterdrückten Tiers. Und die Taube ist ein verwildertes Tier.
Das heißt, sie hat all das Gute der Zivilisation genommen und der Kultur und der Domestikation und ist dann, hat dann aber die Freiheit gewählt. Das heißt, sie ist erstens eine Unruhestifterin, weil sie die Typologien der geordneten Welt, die gute Natur und die arme Natur durcheinander bringt, weil sie einen dritten Raum bewohnt, der Verwilderung. Fahim Amir stellt fest, dass sich oft eine Form der Solidarität entwickelt zwischen Tauben und den Menschen, die sie füttern. Er sieht darin ein interessantes Modell für Mensch-Tier-Beziehungen. Das Füttern von Tauben durch ältere Menschen, insbesondere ältere Frauen, ist für mich eine Form militanter Praxis im öffentlichen Raum. Denn es gibt so viele Handlungsanweisungen, die ständig sagen, tue dies nicht und füttere Tauben nicht, sonst fütterst du Ratten und das Ganze ist unökologisch und ist auch schlimm für diese Tiere. Aber es gibt nicht wenige ältere Menschen, die sich um all das nicht scheren und sich nicht davon abhalten lassen, weiterhin Tauben zu füttern. Ältere Menschen, die Tauben füttern, könnte sehr wohl ein sehr fortschrittliches Modell der Mensch-Tier-Beziehungen für die Zukunft sein. Ist das, was wir beim Taubenfüttern im öffentlichen Raum durch ältere Menschen erleben, ein Modell der Zukunft? Denn es beruht nicht auf der Vernichtung unliebsamer Spezies auf der einen Seite oder ihre Segregation in Nationalparks oder andere natürliche Orte, sondern eine Begegnung in der Stadt unter selbstgewählten Bedingungen. Denn die Tauben können kommen und gehen, wann sie wollen, aber können trotzdem in Interaktion mit den Menschen stehen. Der Mensch hat Tierarten und Rassen erschaffen, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Tiere, die uns zum Überleben brauchen und nie wieder in die Wildnis zurückkehren können. Sie zu befreien wäre sinnlos, doch wir können uns neue, andere Formen des Zusammenlebens und der Solidarität einfallen lassen. Die Quellenangaben findet ihr in der Beschreibung und wir haben noch mehr offene Ideen für euch. Bis bald!